Was wir auch sehen ist, dass Umar radiallahu anhu einen Kreis hatte von Menschen, mit denen er sich beratschlagt hat in den Angelegenheiten, die die Muslime betreffen. Und das sagt Allah Ta'ala zum Propheten, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Das ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der die Offenbarung bekommt. Aber Allah Ta'ala befiehlt ihm, وَشَاوِرْهُمْ, das ist eine Befehlsform, فِعْلُ الْأَمْرِ, konsultiere sie in deinen Angelegenheiten. Oder in den Angelegenheiten. Konsultiere die Leute um dich herum. Beziehe sie mit ein in deine Angelegenheiten. Das hat zwei Gründe. Unter anderem soll uns dies beigebracht werden, dass wir in wichtigen Entscheidungen, die die Muslime betreffen oder uns selbst betreffen, dass wir unsere Meinungen von anderen Menschen, ich nenne das im Arabisch, nennt man das Talqih al-Afham. Wisst ihr, was Talqih bedeutet? Talqih ist die Bestäubung. Das Bestäuben der Ideen und der Gedanken. Wenn nämlich verschiedene Gedanken zusammenkommen, dann entsteht daraus etwas, kann daraus etwas Neues entstehen, wie eine Frucht entstehen, etwas, das nützlich sein wird. Interessant ist also, dass Allah Ta'ala den Propheten befiehlt, die Sahaba mit einzubeziehen, diese sogenannte Shura, das nennen wir Shura, auszuüben. Nicht immer nur sein eigenes Ding durchzuziehen. Umar radiallahu anhu hat das auch gemacht, aber wer sind die Leute, die ihn beratschlagen und ihn umgeben? Er sagt hier, وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرُ. Die Qurra, das waren die Leute, die die Sitzungen Umars belegten. Was sind die Qurra? Al-Qurra ist die Mehrzahl von Qari. Also sind hiermit die Rezitatoren gemeint? Ein Rezitator ist jemand, nur weil er ein Rezitator ist, hat er die Eignungen, hat er die Kompetenzen, hat er das nötige Wissen unbedingt? Das Wort Al-Qari wurde in der Vergangenheit für die Person benutzt, die bewandert ist über den Koran, über die Bedeutung des Koran, über das Wissen. Nein, also Al-Qari ist die gebildete Person. Verstehst du? In diesem Kontext auch über den Koran natürlich. Nicht einfach nur, wer den Koran liest und rezitiert. Das ist nämlich es ist möglich, dass jemand den Koran rezitiert und den Koran in- und auswendig kennt. Er ist aber nicht jemand, der als belesen und wissend gilt. Das gibt es zu häufig. Insbesondere auch erwähnte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von denen. Er sagte, dass es zu den Indizien der Stunde gehört. An yakthura fikum al-Qurra wa yaqill al-Fuqaha. Dass es viele Qurra geben wird, hier ist jetzt damit gemeint die Rezitatoren, aber wenige Fuqaha, wenige, die verstehen.